Thank you. Ruben Schott, Ruben, unheimlich spannender erster Satz. War das ausschlaggebend für euren 3-0-Sieg heute? Ja, ich glaube, es ist halt immer super schwierig, wenn man halt so einen langen ersten Satz spielt und den halt dann auch am Ende verliert, also aus emotionaler Sicht. Ich glaube, beide Seiten haben echt alles gegeben im ersten Satz und der Dürn hat sich aber trotzdem das ganze Spiel eigentlich über Wacker geschlagen, außer am Anfang vom dritten Satz. Da waren sie vielleicht ein bisschen gebrochen. Aber ansonsten haben die Dürner ein gutes Spiel gemacht und wir auch. Von daher bin ich echt zufrieden. Düren ohne 5. Wusstet ihr, dass Düren mit so einem Rumpfteam heute hier antritt? Im Vorfeld nicht. Als wir da natürlich heute Morgen im Training waren, haben wir gesehen, dass halt zwei Spieler gefehlt haben. Wussten jetzt nicht, dass Björn André zum Beispiel raus ist. Haben wir dann erst kurz vor dem Spiel gesehen. Aber auch die Truppe, also auch die Mannschaft, die hat es echt super gemacht. Die haben super gespielt. Und die haben eigentlich auch einen relativ breiten Kader, würde ich mal sagen, für die Bundesliga. Aber wenn es dann so hart auf hart kommt und Düren diese Woche noch zwei Europapokalspiele und dann in einer heißen Phase einen Satz über 37-35, gibt das dann den Ausschlag, wenn man nicht mehr reinwechseln kann? Ja, ich denke schon. Klar, gerade, dass die Dürner natürlich jetzt noch zwei Spiele unter der Woche gespielt haben, das hatte ich jetzt gerade zum Beispiel gar nicht im Kopf. Das zehrt natürlich dann an den Kräften, gerade halt, wenn man nicht eine vollbesetzte Mannschaft hat, ist dann logisch. Aber trotzdem, Dürner ist halt echt eine kämpferische Mannschaft und die haben, glaube ich, alles reingesteckt. Ja, war eine geile Partie. Hat Spaß gemacht. Heute 2000 Zuschauer. Ist das was dir Spaß macht, hier vor so einer Kulisse zu spielen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gehofft, dass viele Zuschauer heute kommen. Und die Halle ist echt geil, gerade für Volleyball. Und Zuschauer sind immer echt nah am Court. Ist immer sehr laut hier. Und ist eine geile Atmosphäre, immer, wenn man hierher kommt. Es gibt diese Saison wieder einige enge Battles. Wie siehst du das? Zwischen Düren und Berlin? Ja, ist geil. Ich glaube, dafür ist die Bundesliga schon jetzt mittlerweile bekannt. Ja, die Dürner, die lassen auch immer mal gerne einen Spruch unter dem Netz los und gucken dann mal auf die andere Seite. Das ist halt immer ein bisschen Feuer im Spiel. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist es immer zu ignorieren so ein bisschen. Ja. Was kommen dann zum Beispiel so für Sprüche? Ah, ich höre da mal gar nicht hin. Ich weiß es gar nicht. Aber was ich registriere, ist, dass sie halt schon immer mal einen Blick, also hinterher gucken so nach Aktionen. Aber ich gehe da oder versuche da nicht drauf einzugehen, weil das bringt eh nichts. Wie ist das mit anderen Teams? Ist das da genauso oder ist Düren dafür so ein bisschen bekannt? Nee, Düren ist da schon ein bisschen für bekannt, ein bisschen speziell. Und jetzt fangen auch immer mehr Spieler an, in Düren das zu machen. Okay, euch alles Gute, danke. Dankeschön, danke.